Guten Tag, es kommt nochmal zu einer kleinen spontanen Free-to-Play-Runde, weil es ist eigentlich schon ziemlich spät, aber ich habe vorhin nochmal einen 200% Booster gekriegt für meinen Free-to-Play-Account und ich dachte mir, den muss ich mal ein bisschen reinknüppeln. Es gab zwar technische Probleme, weil mein OBS nicht so richtig wollte und es ist auch schon ziemlich spät, weil wir haben vorhin mit ein paar Leuten, oh Gott, ich hasse diese Map, mit ein paar Leuten aus dem Discord, nehmen wir einfach mal das italienische Sturmgeschütz, ah, das ist die größte Drecksmap, ich mag die überhaupt nicht. Mit ein paar Leuten aus dem Discord haben wir vorhin noch eine Runde Zombie-Mode gezockt. Da gibt es eine richtig geile Map. Auf Nuketown war das. Und da kann man auf jeden Fall richtig viel Zeit drin liegen lassen in der Map. Ich habe schon überlegt, ob ich das mal als Gameplay hochlade, aber das, oh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob mir jemand zugucken will, wie ich 1,5 Stunden da irgendwie Zombies wegklatsche. Auch wenn die Map echt geil ist. Und danach haben wir hier auf Discord noch Gartic Phone gespielt und keine Ahnung, ey. Hat sich auf jeden Fall eine ganze Weile gezogen. Deswegen ist es jetzt recht spät. Vielleicht haben wir da auch mal eine Chance, diese Drecksmap zu gewinnen. Also, wenn es einen Map-Filter geben würde für Enlisted, wäre das auf jeden Fall die erste Map, die bei mir rausfliegt. Weil die einfach der Ultra-Schmutz ist. Rennt da vor mir schon ein Russe rum? Und so. Oh, und dann schießt er noch mit. Atz, weg mit dir. Da hätte ich mit einem APC kommen können, aber ich habe natürlich kein APC, weil ich hier den kleinen Lappen-Account habe. Müssen mal gucken, wie wir das am besten machen. Wie gesagt, die Map ist die größte Scheiße, wenn ich die Map im... Also wenn ich jetzt mit meinem Main-Account zock und ich kriege die Map, dann... Das ist, glaube ich, die einzige Map, wo ich wirklich rausgehe, weil ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Wo niemand drauf Bock hat. Könnt ihr mal kurz reingucken ins Team. Ah. Anscheinend haben doch ein paar Leute Bock auf die Map. War halt auch selten dämlich, jetzt hier mit dem Panzer reinzukommen. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal aussteigen. Außer die haben da hinten einen Panzerli. Ne, da hüpfen auf jeden Fall ein paar fröhliche Russen rum. Wait for it, wait for it. Patz, weg mit euch. Aber ich steige jetzt trotzdem aus. Weil da muss man Druck machen am Anfang. Du musst gucken, dass du da recht schnell capst und dir nicht von dem Russen da oben ins Maul schießen lässt. Komm, du Sau. Guck nochmal um die Ecke. Okay, dann nicht. Ah, da hinten. Da auch noch einer. Komm, wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir den ersten Punkt cappen. Danach geht's. Danach ist die Map gar nicht mal so schlimm, aber der erste Punkt ist halt ultra ätzend. Und da hat halt meistens niemand Bock drauf. Da steht ein Heavy MG, mach das doch weg. Also so Heavy MGs würde ich generell immer abbauen. Das ist meistens keine gute Idee, wenn man die stehen lässt. Aber wir haben auf jeden Fall Spawnpunkte. Das freut mich tatsächlich. Ist ja schon mal nicht so schlecht. Das war unser... Achso, nee, das war mein Sturmgeschütz, was da fröhlich geplatzt ist gerade. Oh, vor allem ist es schon so spät. Ich habe nicht mal mehr ein Aiming-Unterstützungsgetränk. Also jedenfalls nicht das, was ich sonst als Aiming-Unterstützungsgetränk zu mir nehme. Oh Gott, da hinten ist ja richtig Party, ey. Gucken, ob ich überhaupt noch irgendwas mit Aim habe. Gott. Gute MP34. Wo ist denn der jetzt? Da. Ja, ein bisschen was geht immer rein. Oh, da pimmelt auf jeden Fall noch einiges rum. Nate hätte den eigentlich holen können. Das wäre ganz gut gewesen. Zack. Einmal ins Maul. Einmal ins Maul. Fuck, den habe ich nicht getroffen. Na, Lina hat ab. Wo ist der andere jetzt hin? Da ist der andere. Hallo. Da hat er gerade den Lee Enfield dabei. Das wäre auch witzig, wenn ein Russe mit einer Britenwaffe rumrennt. Braucht ihr eine Sunny-Kiste? Da. Ja. Ich habe jetzt ersatzweise ein Aiming-Unterstützungsgetränk dabei. Das ist zwar kein Bierchen. Wenn es ein Franzose wäre, dann würde er Jacques Doniel heißen. Aber vielleicht hilft das ja auch ein bisschen. Müssen wir mal schauen. Wir können da jetzt eigentlich voll rüber schnipsorn, aber ich glaube, das wollen wir nicht. Wir gucken jetzt, dass wir... Wir haben den ersten Punkt. Das ist schon mal... Das ist eigentlich das Schlimmste bei der Map. Wenn du den ersten Punkt hast, dann ist alles easy. Und wir bauen jetzt erstmal hier keinen Spawnpunkt auf ein Scheißhaus. Wir wollen ja die Leute nicht stören beim Kacken. Ich guck mal, dass ich den da hinten irgendwie baue jetzt. Muss ich nur schauen. Die pushen da. Die pushen halt einfach durch. Da brauche ich gar keinen Spawnpunkt bauen. Die haben ja richtig Bock. Da rennt was. Zack und zack. Ich finde es immer noch schade, dass der Luftwaffe-Drilling nicht seine eigentliche Funktion hat, wie er halt in Wirklichkeit auch funktioniert hat. Erstens die Funktion, dass du da
dass du den Luftwaffe-Drilling nicht mit den Luftwaffe-Piloten aus halt benutzen kannst und dass der Luftwaffe-Drilling halt nicht den dritten Lauf unten hat, den ein Drilling eigentlich haben sollte. Brauchst du Hilfe beim Bauen? Oh Gott, der hat ja richtig Bock beim Bauen. Da schießen welche auf uns. Lass dich nicht irritieren. Warte mal, warum geregelt das? Wo ist denn der Pisser da oben? Ah, da kommen wir nicht ganz rein. Die kommen auch von überall, die Wichser. Da oben im Haus ist einer. Mach den mal tot. Ich such mal so lange den anderen. Ey, ich dachte gerade, der war hier irgendwo. Da hinten. Rennt da rum. Okay, der hat mich nicht gesehen. Der ist genauso blind wie ich. Die schießen auf mich. Wo ist denn der jetzt hin? Einfach ignorieren. Einfach rein. Ich gehe mal hier hoch ins Haar. Da drüben rennt er. Das war schon mal daneben. Und zack. Ja gut, der krabbelt da ein bisschen vor sich hin. Aber da könnte ich hier oben einfach mal einen Spawnpunkt reinbauen. Einfach, dass wir da noch ein bisschen Backup haben. Aber krass, wie die Deutschen durchpushen. Also die haben auf jeden Fall Bock. Aber wir haben vorhin auch allgemein Tier 2 Deutsche gespielt ein bisschen. Und das lief tatsächlich auch recht gut. Also da kann man sich eigentlich kaum beschweren. Da hocken Russe. Alter, mein Aim ist halt richtig am Start. Oh, die regeln das auch so ganz gut, so wie es aussieht. Dann bleibe ich mal kurz hier. Guck, ob da hinten was nachkommt. Da hinten hüpft irgendwas fröhlich vor sich hin. Einen weg. Ah, den haben wir veraimt. Gott, rennt da Zeug, ey. Ich hasse das immer, wenn die rennen und dann stehen bleiben. Den haben wir noch erwischt. Den haben wir ins Knie geschossen. Die Bots, die sind nämlich immer so hässlich. Du aimst so richtig schön vor und dann, sobald die mitkriegen, dass du auf die zielst, dann bleiben die einfach stehen und du schießt daneben. Das ist so dieser klassische Bot-Move. Alter, ich habe 700 Punkte, Alter. Das, ja gut, mit den 200% Booster komme ich dann vielleicht auf das, was ich sonst haben sollte in einer normalen Runde. Ja, aber komm, das nehmen wir mit. Von nix kommt nix. Ich dachte, er guckt nochmal um die Ecke. Alter, hast du mich erschreckt. Habt ihr eine vernünftige Waffe? Das wäre voll lieb von euch. Oh, eine SVT. Die nehme ich. SVT ist geil. Vor allem SVT ist die nicht auf Stufe 4? Ich weiß jetzt gar nicht. Da ist gerade so ein Ivan reingerannt. Ivan der Schreckliche. Oh, hallo. Genau der. Alter, knall ihn doch ab. Er guckt mir erstmal zu, wie er da vorbeiläuft. Und Spawnpunkt kann ich hier oben drin nicht bauen. Aber wir können mal kurz die Lage hier analysieren. Ein bisschen Muni haben wir ja noch. Dann machen wir hier mal ein bisschen Parcours. Vielleicht kann ich nämlich hier oben oder so, hier hinten in den Gang. Perfekt, hier kann ich nämlich einen Spawnpunkt bauen. Dann kommen wir von der anderen Seite. Das ist vielleicht ein bisschen praktischer. Dann gucken wir mal, ob das was wird. Haben wir eigentlich irgendeinen Team, den wir kennen? Den Get You Wrecked, den hatten wir vorhin auch in der Runde. Der hat auf jeden Fall Bock, der zockt auf jeden Fall schon eine ganze Weile, so wie es aussieht. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier den Punkt noch einnehmen. Stalingrad ist manchmal echt verwirrend, muss man jetzt einfach mal sagen. Da haben wir erstmal richtig veraimt. Kommt da noch einer? Weil sonst gehe ich direkt da rein. Da ist nämlich schon einmal Ruski weg. Boah, habt ihr gesehen, wie der mir ins Maul gehauen hat, ey? Vor allem, das ist auch so krass bei den Bots. Die haben gefühlt immer Nahkampfschaden plus 300% oder so. Wenn du bei den Bots neben denen stehst, die one-hitten dich immer. Das ist so krass. Also die haben sie auf jeden Fall da in der Hinsicht haben sie die ganz gut programmiert, kann man mal so sagen. Mit dem Sniper. Sniper ist halt jetzt doof, aber ich habe halt nichts anderes. Da rennt erstmal einer rein. Den lassen wir da erstmal lang rennen. Den ignorieren wir ganz fröhlich. Pack mal meine Bots mal hier. Da rennt noch einer. Ah, den haben wir nicht. Ach du Scheiße. Meine Aim ist wieder richtig am Start heute, ey. Zack, weg mit dir. Weg mit dir. Muss kurz nachladen. Ah, lass dir Zeit. Wow. Was ist er jetzt? Da oben.
Wo warten jetzt da oben? Da, irgendwo. Geh mal hier ein bisschen hinter das Auto. Ah ja, da oben gammeln sie rum. Ja, den komischen Mädelsquad. Lass mal hier ein bisschen im Busch gehen. Da oben ist auf jeden Fall Zeug. Zeug, Zeug. Ich warte mal noch kurz, ob die jetzt wieder rauskommen. Ja, nein, vielleicht. Ah, die cappen aber schon. Das ist unser Kollege. Da oben kommt ein Flieger. Ach, schade. Das ist ja auch noch so ein Ding. Einfach mal einen raussnipen mit dem Flieger. Ich meine, ich habe schon alle... In allen möglichen Situationen habe ich schon Flieger abgeschossen. Aber das wäre mal noch so ein Ding, worauf ich Bock hätte. Oh, der hat sogar eine Pistole. Die sind ja richtig gut ausgestattet, die Kollegen hier. So, gehen wir rein. Zack. Erstmal kurz auf den Scheißhaus hier verstecken. Ah, ich habe den Kill gekriegt für die Hurricane. Ich habe die Hurricane mit der Sniper abgeschossen. Ist das herrlich. Beziehungsweise, ich habe ihn angeschossen, der Idiot hat sich im Boden gerammt, aber... Das ist halt auch geil jetzt hier. Quickscope mit der Sniper im Haus, Alter. Oh, den habe ich geholt. Oh, den habe ich auch geholt. Hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Fuck, da haben wir veraimt. Haben wir auch veraimt. Warte mal. Grenade. Oh Gott, der hat mich nicht gesehen. Ich lad kurz nach. Easy. Batz, weg mit dir. Zum Quickscopen, ich hätte gerne immer noch die Kakano-Sniper. Das wäre viel angenehmer. Aber man kann auf jeden Fall nicht alles haben. Ich gehe jetzt erstmal hier raus, um die Situation ein bisschen zu entschärfen. Guck mal, ob ich hier hoch kann. Weil hier oben waren vorne auch ein Haufen Leute. Aber so wie es aussieht, ist das hier eigentlich recht entspannt. Dann gehen wir mal hier ans Fenster. Weil da hinten rennt nämlich auch einer. Der ist schon mal weg. Bleiben wir aber mal ein bisschen in Deckung. Ah, da oben gammeln sie auch schön rum. Da ganz oben ist ein Schnipsohr, der ist schon mal weg. Wie war das jetzt ein Headshot? Ich habe den voll in die Brust geschossen. Ja, ich denke mal, das wird jetzt eine ganz entspannte Runde. Jetzt müssen wir nur noch den letzten Punkt da einnehmen und dann ist hier GG. Jetzt müssen wir trotzdem das hier mal ein bisschen im Blick behalten, weil der hat einen kompletten Trupp gehabt und da oben ist nämlich schon der nächste Sniper. Komm, zeig dein Köpfchen nochmal. Der ist schon mal weg. Jetzt müssen wir nur noch den zweiten wegholen. Da ist er doch. Ah, fuck. Ja, da habe ich ein bisschen gepennt. Hätte ich nicht zu lange an derselben Stelle bleiben sollen. Ja gut, mit dem Panzer brauche ich da jetzt nicht reinkommen. Wir müssen da pushen. Ich hab's doch mal auf Platz 2 geschafft. Das ist ja der Wahnsinn. Da direkt mal zur Feier des Tages ein Schlückchen Aiming-Getränk. So, weiter, weiter. Dann gewinnen wir mal kurz das Ding. Ihr seht aus, als würdet ihr ein Medikit brauchen. Ihr seid so vollbedürftig. Jetzt müssen wir uns nur beeilen. Weil das ist immer... Oh, fuck. Ich glaube, ihr braucht auch ein bisschen Heilung. Oh, ja gut, der braucht keine Heilung mehr. Für den ist der Zug abgefahren. So. Wah! Nicht das machen, ich droppe euch mal hier in eine Sandkiste. Dann könnt ihr das selber regeln. Ist hier ein Panzer oder welcher Mongo schießt da gerade auf mich? Hopp, rein da das Ding. Ich gehe auch weiter hinten rein, weil dann kannst du zwischen die Regale dann durch. Ah, denselben Plan hat er auch gehabt. Meine Bots schaffen es wahrscheinlich eh nicht mit durchzukommen. Ach du Kacke. Da ist wieder richtig Party. Den haben wir nicht. Kurz nachladen. Ihr seid dran. Da, los, schnapp sie dir, Tiger. Oh Gott. Es wackelt halt wieder alles wie Arsch hier. Okay, die haben sie. Mal kurz das Würstchen verbinden hier. Du musst halt auch aufpassen, weil die kommen halt auch ganz gern von hinten. Deswegen würde ich halt von hier hinten ganz gern dicht machen. Aber solange die vorne noch alle leben, ist das halt auch Käse. Ja, einer mit der Position, das ist schön und gut. Aber wenn die da vorne noch drin rumgammeln, dann bringt uns das auch nichts. Da ist nämlich noch einer. So,
Jetzt können wir damit arbeiten. Wir haben den. Ah! Der wurde angeschossen. Wow. So geil, wenn er auf die eigenen Leute schießt. Das ist deine Mission. Weil dann kommen die doch safe von hier hinten irgendwo rein. Oder auch nicht. Ah, okay. So wie es aussieht, kämpfen wir durch. Dann haben wir die Runde ja ganz entspannt gewonnen. Und ich bin Platz 1. Alter, es ist mitten in der Nacht. Ich habe schon einiges getrunken und bin trotzdem Platz 1, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Also das ist kein Qualitätszeugnis für das Gegnerteam auf jeden Fall. Ich habe 19.000 Punkte. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig viel. Da bin ich echt zufrieden damit. Ja, 30 Kills ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Aber trotzdem, wir haben jetzt da hier einen neuen Rang, haben da ein bisschen Zeug, dann können wir auf jeden Fall da ein bisschen was erforschen. Und wir haben schon mal einen Großteil, ich könnte die jetzt tatsächlich auch fertig machen mit den... Will ich die freien Forschungspunkte behalten? Ich glaube, ich behalte die noch, die 18.000, die machen wir so. Und dann gucke ich, dass ich das vielleicht eher ins Vorkriegskart 90 reinbuddere, dass wir da nicht mehr ganz so lang grinden will. Oder reingrinden müssen. Weil das ist der nächste Trupp, worauf ich auf jeden Fall gehen will, weil das ist der Funkertrupp. Und dann kann ich halt einfach einen Funker in den meisten Trupps mit unterbringen und das ist halt sehr viel wert. Und wir müssen eh auf Tier 2 gehen und bevor ich das sinnlose MG erforsche, weil die MGs werde ich eh erstmal komplett skippen bei den Deutschen wahrscheinlich. Die sind recht irrelevant, wenn du eh nicht so viel Kohle hast und ewig grinden musst. Da werden wir jetzt erstmal auf den Funker gehen und nach dem Funker werden wir mit den MPs weitermachen, dann vielleicht auch auf Panzer weitergehen, müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen, dann haut da erstmal rein.